Zum vierten Mal binnen weniger Tage ist die ukrainische Hauptstadt Kiew Ziel eines Drohnenangriffs geworden. Am Donnerstagabend sei die Stadt rund 20 Minuten lang attackiert worden, meldeten die lokalen Behörden. Mindestens zwei Drohnen seien von Luftabwehrsystemen abgeschossen worden. In diesem Zusammenhang hat die Ukraine nach eigenen Angaben auch eine ihrer eigenen Drohnen zerstört. Man habe am Donnerstag während eines geplanten Fluges in der Region Kiew die Kontrolle über das Fluggerät verloren, hieß es. Daher sei die Drohne in der Luft zerstört worden. Ursache für das Problem sei wahrscheinlich ein technischer Defekt gewesen. Die örtlichen Behörden riefen für die Hauptstadt und ihre Umgebung Alarm aus. Anwohner, die sich in Schutzräume begeben hatten, sagten, die Drohnen seien nach der Ausrufung des Alarms schneller als gewöhnlich eingetroffen. Meldungen über Verletzte gab es zunächst nicht. Nachdem die abgeschossenen Drohnen abgestürzt seien, seien aber zwei Feuer ausgebrochen. Diese seien aber gelöscht worden, hieß es.